Wir studieren Jura an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Wir beweisen unser Wissen in einem richtigen Gerichtssaal mit Juristen aus ganz Deutschland und unter dem Vorsitz eines Richters am Bundesgerichtshof. Bei einem Moot Court bekommt eine Gruppe von Studenten einen fiktiven Fall, den sie dann vor echten Richtern präsentieren. Es gibt keine andere Möglichkeit, eine so realitätsnahe eigene Gerichtsverhandlung durchführen zu können wie ein Moot Court. Wir treffen Studierende aus allen Teilen der Welt. Die Summer School ist ein mehrwöchiges Projekt. Da kommen dann Studierende aus der ganzen Welt zusammen und abseits davon gibt es dann ein tolles Veranstaltungsprogramm, wo man dann zum Beispiel irgendwo zusammen hinfährt. Es hat mega Spaß gemacht, da waren Leute aus Brasilien, Russland dabei. Wir lernen die großen internationalen Gerichtshöfe kennen. Wir bringen dich zum Internationalen Strafgerichtshof nach Den Haag. Zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Und zu den Vereinten Nationen in Wien. Wir studieren bei diesen Professoren. Bei der Harvard-Rechtsphilosophin Professor Marietta Auer. Richtig schöne Erlebnisse an dieser Uni sind so, dass sie sich mit einer kleinen Gruppe von Studenten zusammenfinden und dann landen wir oft da drüben in der Pizzeria. Sie können manchmal hier noch bis 10 Uhr abends da sitzen und mit Kollegen und Freunden wichtige Probleme wälzen und sie können gar nicht genug davon kriegen. Wir studieren bei der Amoklauf-Expertin Professor Britta Bannenberg, bei Professor Gabriele Britz, Richterin am Bundesverfassungsgericht und zum Beispiel bei Professor Thilo Maraun mit exzellenten Kontakten zum Auswärtigen Amt und zur UNO. Sie sind als Juristin oder Jurist später Problemlöser. Ich selbst beschäftige mich viel mit dem Schutz von Zivilpersonen in bewaffneten Konflikten. Zurzeit ermitteln wir in einer Situation in der Ostukraine. Wir werden von Studierenden aus höheren Semestern unterrichtet. Die wissen noch genau, wie das als Anfänger war und wie sie den Stoff am besten vermitteln. Das macht einfach mega Spaß, man versteht sich gut, man ist auf einer Ebene. Insbesondere die Arbeitsgemeinschaft und Tutorium waren eine super Vorbereitung auf die tatsächliche Falllösung in der Abschlussklausur zu den Zwischenprüfungen. Wir arbeiten mit Flüchtlingen aus den Brennpunkten dieser Welt. Sie können direkte Lebenshilfe leisten. In der Refugee Law Clinic können Sie sich als Juristen ausprobieren, können anwaltliche Fähigkeiten ausprobieren und direkt einen Unterschied machen im Leben realer Menschen. Wir bereiten uns im Unirep kostenlos, aber vor allem effektiv aufs Examen vor. Es wird nochmal genau wiederholt, was wir alles in unserem Studium gelernt haben, spezifisch auf unsere erste juristische Prüfung. Das Besondere ist, im Gegensatz zu kommerziellen Repetitorien, es ist hier kostenlos. Und es wird gemacht von echten Profis, also von Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeitern, die sich schon lange damit beschäftigt haben. Und das ist richtig gut. Sie werden von uns an die Hand genommen, um über die Ziellinie zu kommen. Wir werden zum Beispiel Strafverteidiger. Hier hat man keinen Tag, der dem anderen gleicht. Es ist oftmals so, dass man morgens in seinen Kalender schaut und hat 4, 5 Termine, die eigentlich recht langweilig anmuten. Und in dem Moment klingelt das Telefon. Hysterische Mutter, verzweifelter Vater, heulende Verlobte berichtet davon, dass gerade die Polizei die Bude auf links gedreht hat und den Göttergatten, den Cousin, den Bruder mitgenommen hat. Und wie am Telefon, in dem Moment berichtet wird meistens völlig grundlos. In dem Moment steht hier alles still, alle Termine werden einfach völlig umgedreht. Und das sind so die Momente, wo man sich denkt, das macht Spaß. Oder wir beraten später große Unternehmen. Mein Name ist Tobias Faber. Ich bin Rechtsanwalt und Partner der internationalen Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells in Frankfurt. Wir begleiten gerade ein großes Abwasser- und Trinkwasserprojekt in Kuwait. Und unsere Mandanten werden dazu beitragen, dass nahezu der gesamte Staat Kuwait mit besserer Wasserqualität versorgt wird. Wir arbeiten eng mit den Kollegen aus dem Mittleren Osten zusammen, haben sprachliche Themen, wo man jeden Tag etwas Neues lernt. Rechtlich, da spielt Scharia eine Rolle. Oder wir werden Richterin. Mein Name ist Magdalena Michel und ich bin Richterin des Landes Hessen. Persönlich macht mir an meiner Tätigkeit Spaß der Kontakt zu den Klägern und den Beklagten, die kommen. Man hat einen sehr persönlichen Kontakt neben den Tätigkeiten, die ich im Büro mache, indem ich meine Urteile absetze, sodass es ein gutes Zwischending zwischen dem Persönlichen und dem doch sehr Theoretischen ist. Und wir lesen übrigens viel. Diese Bücher. Und diese hier. Und diese ganzen auch. Und diese hier. Und vieles davon haben wir auch im Kopf. Wir studieren Jura an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Und wir freuen uns auf dich. Komm doch mal vorbei. Und mach dir dein eigenes Bild. Wieso haben Sie sich für Jura entschieden? Oh Gott, das ist eine doofe Frage. Ja, ich hatte keine Ahnung, was ich tue.